Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Und das ist falsch. Ich heiße nämlich Claudias Beauty Box. Ja, super professionell. So läuft das meistens vor meinen Videos ab. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal drin. Es ist Donnerstag, 19 Uhr. Und das bedeutet für dich und für mich und für die liebe Lola von Miss Pink Panther, dass es wieder eine neue Ausgabe der Palettenparty gibt. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir diese Woche etwas machen werden. Und zwar möchten wir etwas von Glamlight ausprobieren. Die liebe Lola hat, glaube ich, die Rotweinpalette, meine ich, hat sie. Zumindest ist es die rote Flasche gewesen. Die wird sie ausprobieren. Ich habe mir damals die Michaela, die Kooperation mit Michaela besorgt. Ich habe die große Palette, aber ich habe heute gedacht, ich benutze mal die kleine, weil ich die noch gar nicht benutzt hatte. Hier ist noch das Blättchen, das lege ich mal beiseite. So sehen die Farben aus und ja, ich würde sagen, ist der Hammer. Wunderschön. Die hat mich total direkt in ihren Bann gezogen und ihr seht es an meinem Outfit, es wird heute ein grüner Look werden. So sah die Verpackung aus, die tue ich mal beiseite. Es sind 2, 4, 6, 8, 10 Töne. Wir haben einen schönen hellen grünen Ton, wir haben einen dunkleren grünen Ton, wir haben diesen ganz dunklen, wir haben aber auch dieses Braun. Wir haben diese wunderschönen Schimmerpartikel. Oh, das wird schwierig, mich da zu entscheiden, was ich nehme. Naja, wir schauen einfach mal. Ich krempel mir die Ärmelchen ein bisschen hoch und dann fangen wir einfach mal an. Ne? So, okay. Ja, ich finde meine Haut gerade relativ okay. Ja, ich schlafe eh nicht, man sieht's. Egal. Ich nehme mir einen fluffigen Pinsel und trage mir zuallererst diesen hellen Grünton auf. Den trage ich jetzt einfach mal aufs bewegliche Lid auf, so. Um das Lid ein bisschen zu setten, um eine Grundlage zu schaffen. Die gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ihr wisst, ich mache es immer etwas krasser als meine Kolleginnen, weil meine Brille halt immer wahnsinnig viel schluckt. Und schaut euch mal diese Pigmentierung an, die ist der Hammer. Schön. Ich versuche das hier so ein bisschen auszublenden. Dann haben wir das nämlich auch schon. Wow. Mega Farbe. Da bin ich ein bisschen dunkler geworden. Da muss ich da noch ein bisschen nacharbeiten. So. Ich glaube, ich bleibe heute komplett in grün. Mal sehen. Vielleicht bei den Schimmerpartikeln ein bisschen mehr. Das gefällt mir richtig gut. So, ich nehme den gleichen Pinsel und gehe in das andere Grün rein. Ich hoffe, das passt einigermaßen. Es ist mehr so ein Tannengrün. Ja. Ja. Okay, das ist äußerst pigmentiert. Okay. Wow. Ich versuche das gleich ein bisschen abzuschwächen. Aber es gefällt mir. Ich finde es. Ja, ups, da bin ich auch. Das mache ich jetzt simultan drüber gehen. Okay. So. Ja. Gefällt mir. Dann nehme ich einen festgebundenen Pinsel und ich gehe auch unters Auge mit dem Grünton. Der gefällt mir doch schon recht gut. Oh ja.
mal eben ein bisschen nach. Aber, oh! Hoppala! Hatte ich euch bald auf dem Schoß, ne? Oder ihr hattet mich auf dem Schoß. Na, bravo. Gott. So. Ja. So gefällt mir das doch schon besser. Sehr schön. So, jetzt nehme ich nochmal den Film. Oh je, oh je. Finde ich schön. Das Läppchen macht ihn ein bisschen sauber. So, jetzt nehme ich natürlich erstmal diesen grünen Ton. Den trage ich mir aufs mittlere Lid auf. Wow. Mein Gott. Das ist eine Pigmentierung. Lecko funny, oder? Meine Güte. Oh, das glaubt. Boah. Wow. Cool, oder? Was haltet ihr davon? Total schön. So, ich gehe nochmal mit dem flachen Pinsel. Gehe ich auch in dieses Grün und trage mir das hier vorne noch ein bisschen auf. Oh ja. Nur hier vorne. Sehr gut. Ja, heute klappt alles super. So, jetzt nehme ich aber noch den Ton Blossom. Das ist ein sehr, sehr heller Schimmerton. Auch in dem Grün. Was nehme ich? Ich nehme diesen Pinsel hier. Der ist festgebunden, aber auch flach. Den trage ich mir in den Inner Corner auf. Oh, der ist sehr weich. Nimm den auch etwas in die Kante und trage mir den hier in die Falte. Ich muss den Lappen mal nehmen. Das gefällt mir nicht. Da bin ich etwas übers Ziel hinausgeschossen. So. Ich finde auch hier, ich mache das ein bisschen weniger. Sieht es ein bisschen. Viele sagen jetzt natürlich wieder Panda-Augen, aber ich mag das so, weil ich habe es gerne optisch begrenzt, aber eben auch, dass man es noch sehen kann. Sehr gut. Schaut mal so. So gefällt mir das. Okay. Okay. Das finde ich erstmal ganz hübsch. Jetzt nehme ich aber nochmal ein bisschen trocknen. Nochmal einen fluffigen Pinsel. Oh. Heute ist nicht mein Tag. Den fluffigen Pinsel, nehme nochmal diesen hellgrünen Ton und trage mir den nochmal hier oben etwas auf. Hier. Nur ganz leicht, dass man da ein bisschen Abgrenzung hat. Ja, so gefällt mir das. Okay, ihr Lieben, dann mache ich mir zuerst die Wimpern. Also von der Pigmentierung her der absolute Knaller, wie ihr seht.
Was sagt ihr? Kann man diesen Augen irgendwas abschlagen? Ich nicht. Ja, das trifft sich gut. Ihr Lieben, so, jetzt ziehe ich mal die Brille auf und dann gucken wir mal, wie wir das restliche Gesicht ein bisschen aufhübschen. Also seht ihr, die Brille schluckt 50%. Und da sehe ich jetzt eigentlich nur den unteren Rand richtig und ja, natürlich das Licht von meinen Lichtquellen, aber das ist wirklich sehr hübsch. So, ich nehme mir ein wenig Puder, weil ich sehe, ich glänze ein wenig. So. So. Jetzt ist es ein bisschen gleichmäßiger geworden. Sehr gut. Dann nehme ich meine Lieblings-Blush-Palette. Quietsch. Mein Hourglass. Die packe ich mal hier hin. So. Ich nehme heute die etwas dunkleren Töne. Das helle, das ist ein bisschen. Das ist sehr, sehr dezent. Ich nehme jetzt die dunkleren Töne etwas. Ich nehme mir meinen frisch gewaschenen Blushpinsel, der aber weiterhin rosa ist. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehme ich erst mit der Spitze ein bisschen Bronze auf. Die sind ja alle ein wenig schimmernd. Deswegen, ja, das gefällt mir. So, genau. Und dann gehe ich mit den beiden anderen Töne, gehe ich mal so rüber und trage mir das auf. Dann habe ich nämlich den Blush und den Highlighter in einem erstmal. Genau. Ihr seht ja, das ist hier so ein Blushleiter, ein Blush und ein bräunlicher Ton halt. Ich finde bei diesen Hourglass-Paletten wirklich sehr, sehr schön, dass man sich einfach aussuchen kann, wie man es benutzen möchte. Jetzt nehme ich aber doch noch ein bisschen Highlighter, und zwar den dunkleren hier, diesen goldenen. Den trage ich mir doch noch ein bisschen hier oben auf. Guck mal, wie ein Spiegel, oder? Krasser Scheiß. Ja. Mein Näschen. Auch hier ein wenig. Sehr schön. Aufs Lippenherz ein bisschen. Und natürlich auch ein bisschen unter die Augenbraue. Ja. Sehr schön. Okay. Ja. Gefällt mir richtig gut. Und als Lippenstift nehme ich heute einen von den etwas unbekannteren Lifterglossen. Das ist die Farbe Topaz und ich finde, die passt sehr schön in diesem rötlichen Schimmer. Das passt sehr, sehr gut, finde ich. Einmal gut rühren, weil den habe ich schon ganz lange nicht mehr benutzt. So. Oh ja. Der passt sehr, sehr schön, finde ich. Okay. Ja. Also ich finde, unser Glamlight-Experiment hat richtig gut funktioniert. Also ich, wow. Schade, dass ich die erst jetzt wirklich benutze. Ich habe die irgendwann Anfang des Jahres gekauft, als die mal gerade irgendwo wieder aufgetaucht war. Bei Glamlight persönlich habe ich die gekauft. Persönlich habe ich die gekauft. Oh, guck mal, die Kette passt dazu. Ja, mein Gott. Was ist heute los? Okay, also, ich finde, das ist ein schöner Look geworden. Ich zeige ihn euch nochmal so. Aber ich finde ihn sehr, 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 sehr spektakulär und trotzdem einmalig. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir natürlich ganz, ganz schnell zur lieben Lola rüber und schauen uns an, was sie mit ihrem Glamlight-Schätzchen so, ja, aufs Gesicht gemacht hat. Ich würde mich natürlich wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr mal ein Däumchen nach oben da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, da würde ich mich total drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend.
Ja, bleibt oder werdet bitte gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute bis nächste Woche. Dann ist ja fast Weihnachten schon. Ihr Lieben, bis dann. Eure Claudi. Tschüss.